Hey, hey, schönen guten Abend. Wieder aus der Uferfabrik. Jetzt nicht als Session, sondern ein kleiner Einblick in das Synthi-Reich hier. Vielleicht interessiert das den anderen ein bisschen Gear-Talk. Was mache ich hier? Das ist ja so aufgebaut, dass wir live agieren können, auch aufeinander reagieren können. Die meisten Sounds, ich habe wenig auf dieser Seite ein paar Presets. Im hinteren Bereich nicht, weil das modular ist. Ich werde mal von links nach rechts ein bisschen was erklären, wofür ich welches Gerät oder Instrument brauche. Insgesamt hier, um so ein bisschen Studioatmosphäre von zu Hause mitzubringen, eine HS8 links und rechts reicht für Live-Situationen nicht, aber zwischendurch zum Agieren, zum Editieren mache ich das lieber als die ganze Zeit Kopfhörer, weil das ist sehr abgeschottet. Wir fangen von links nach rechts an. Vielleicht, genau, Moog Voyager. Das ist die Weiterführung von Moog, vom Mini-Moog von Anfang der 70er. Ist monophon. Ich habe drei Oszillatoren, die kann ich einstellen, wie ich mag. Filtersektion, aber immer nur einen Ton gleichzeitig. In dem Fall ist jetzt ein Lead-Sound. Aufgenommen wurde das nach der Session mit Satoshi, darum sind die Sounds gerade sehr ähnlich. Was ich ganz gerne mache, war so ein bisschen 70er viel, einen Übergang von einem zum nächsten Ton. Und auch die tiefen Bässe, die liegenden Bässe, nehme ich häufig vom Voyager. Im unteren Bereich ein weiterer Moog, Mini Tower. Ich mag Dinge in Weiß sehr gerne, hat den Vorteil, dass in Live-Situationen unser Lichttechniker und Lichtdesigner die Farbe meines Sets beeinflussen kann. Darum auch weiße Keyboardstände und wir haben keinen Sänger, der vorne steht und schreit, seid ihr gut drauf. Das könnten wir vielleicht auch nicht. Von daher ist meine Form vom Live-Entertainment die Farbe des Sets vom Lichttechniker ändern zu lassen. Also auch ein weißer Mini-Tower. Der spielt eine Sequenz, das erzähle ich später, wo die herkommt. Analoge Sachen verstimmen sich. Ja, jetzt sind wir so in der Richtung. Das läuft über ein TC Electronics Nova Delay. Mache ich gerne auch Effektloops und diesen Verzerrer, den viele vielleicht nicht mögen, aber ich liebe das. Gut, drunter das Mannequin Melotron, Memotron in dem Fall. Ein Melotron mit einer Festplatte, deshalb Memotron. Die typischen drei Sounds, Flöte, Chor, Streicher, bekannt King Crimson, Genesis, Tangerine Dream früher, Yes. Ein bisschen dumpfer zu machen, habe ich einen Filter. Und um das 70er 4 zu verstärken, läuft das über einen Phaser. Es gibt wenig Stereo-Phaser auf dieser Welt. Darum ein gelber und kein weißer. das Schöne und Schlechte zugleich. Ein Melotron im Original
waren 35 Bandrahmen, 35 Bänder, die von 35 Tonköpfen abgespielt wurden. Das war der erste Sampler in dem Sinne, damals häufig vom BBC-Orchester eingespielt. Es war zum Teil auch nicht erlaubt, weil damals die Musikergesellschaft die Angst verspürte, dass dieses Gerät, wenn man jetzt nochmal Streicher nehmen, ein Orchester ersetzen könnte und deshalb Arbeitsplätze zerstört. Da gab es dann, ich glaube, auch einmal im BBC 1, eine Fernsehsendung von Stones, eine große Strafgebühr, wo sie sagten, dass allein dieser Dreiklang drei Arbeitsplätze zerstört hätte innerhalb der Fernsehsendung. Und da es ein Band war mit einem Tonkopf, ist das nach 7,4 Sekunden vorbei. Das geht so weit, das sind auch 1:1 Samples von den Geräten damals von Beatles, Originalbänder von Tangerine Dream. Das heißt, die 7 Sekunden haben wir jetzt. Nach 7 hört es auf und ich, egal ob ich drücke oder nicht. Es ist kein Loop, es ist von daher hat das auch einen großen Einfluss auf die Wahl der Akkorde. Das heißt, wenn ich zu einem Rhythmus etwas spiele, muss ich häufiger Umkehrungen spielen, um immer fließende Akkorde zu haben, die weiter gehalten werden. Aber nach 7 Sekunden muss ich eine Umkehrung spielen, um dann den nächsten Sound zu haben. Also beziehungsweise einen weiterführenden Sound. Hier komme ich später dazu, das ist der Ableton Push 2. Steuert das Laptop an. Ich finde das total toll, das Display ist großartig und ich muss so gut wie nie auf den Laptop schauen, sondern kann das alles hier mit dem Gerät machen. Monitor. Wir haben 16 Kanäle. Bei den Session-Geschichten brauchten wir nicht viele davon. Jeder kann sich einzeln laut und leiser machen. Hier 15, 16 sieht man, da ist ein Klick drauf. Ich liebe Klicks zum Spielen, viele mögen ihn nicht. Aber das hält mich schön auf dem Beat. Oben. Viele Leute sagen, eine Schande, die Tasten. Richtig, normalerweise, das nehme ich auch hier. Wir bauen bald ab, darum mache ich das. Seitdem kleben wir alle Synths immer im Keyboardständer fest, weil es einmal runtergefallen. Und genau auf einem war ein Keyboardständer. Das Schöne ist, die funktionieren noch. Ersatzteile sind, soweit ich weiß, bei Roland in Rotterdam. Ich liebe diesen Synth, habe ihn auf der letzten Tour nicht mehr gespielt, aus verschiedenen Gründen. Ich glaube, für ein, zwei Konzerte schon, um Gitarren zu ersetzen, weil die hat unfassbar gute Lead-Gitarrenklänge und bei Tangerine Dream, bei den Stücken wie Cloudburst, Flight und so weiter, die früher Gitarrist gespielt habe, spiele ich jetzt. Sogar dieses Bernie-eske. Sonst Glocken. Spiele ich jetzt nicht mehr so gerne, weil ich den ersetzt habe mit einem anderen Synth. Für die Session ist ein Synth mehr als live, weil ich auch den Prozessor des Laptops auslasten wollte, beziehungsweise nicht weiter belasten und darum habe ich einen Synth mehr, der von Ableton angespielt wird. Drunter, ganz neu, Waldorf Wave. Ganz großartig. Hat alle alten PBG-Sounds drin. Und der gute Wolfram Franke hat super Sounds nachempfunden. Es sind auch die Original-Wavetables drin. Ist auch analog und hat einen eingebauten Sampler. Dort habe ich meine eigene Stimme häufig verfremdet. Ich suche kurz die Klänge. Und das Schöne ist, obwohl er viel Arbeitsspeicher hat, ist es trotzdem halbwegs lösbar, die zu laden. Ich habe die alten Sampler, Yamaha A3000, einer meiner Lieblingssampler, braucht für 128 Megabyte 6 Minuten 50. Man verflucht Leute, die zwischendurch den Strom ausschalten. Zum Beispiel, das ist meine eigene Stimme. Musik.
Hat auch eine Granular-Synthese-Engine. Granular, kommen wir gleich noch, Modularsystem dazu, nimmt ein kleines Sample, ein paar Millisekunden und bearbeitet es von dieser Position aus. Das ist ein Unterschied zum normalen Sampler. Bevor ich die Vogelvoliere in meinem Wohnzimmer aufgebaut hatte, hatte ich viel Spaß mit den ganzen Gitterstäben. Das ist wirklich ein Vogelkäfig mit einem Sinus drunter. Funktioniert auch Round Robin. Round Robin bedeutet, dass eine Taste, die Samples sich abwechseln, wenn man dieselbe Taste spielt. Darum, die Obertöne sind leicht verschieden. Das sind, glaube ich, 18 verschiedene Samples, die dann im Rade laufen, wie der Österreicher sagen würde. Tolle Effekt-Engine. Hier unten ist einfach nur Stagebox. Sehr simplifiziert. Döpfer LMK2. Nur für Klavier. Es gibt momentan nicht mehr viele Klaviermodule, weil die meisten Samples nehmen und Computer. Darum sieht es sehr merkwerdig aus, ist aber super, immerhin 2 GB Arbeitsspeicher für ein Klavier. Ich finde, das klingt schon angenehm. Es klingt auch schön nach. Egal, was ich mache, ist immer Echo und Hall drauf. Gut. Habe ich sonst auch nicht live, ist nicht meine Welt, aber dadurch, dass wir zu zweit immer hier agieren und Drum Computer benutze ich live nicht. Das ist die TA-8, das sind die Sounds von 808, 909 und in der Version konnte ich eine Erweiterung reinbauen, also kaufen von den 707 Sounds. Die typischen. Sounds. Schön ist der Scatter-Effekt. Kann man verschiedene. Ja, benutze ich nicht häufig. Hier und da in den Sessions habe ich mehr die Toms. Und als leichtes Metrum, dass es ein bisschen weiter läuft. Das ist eigentlich der Right-Symbol. Kanal, aber so kurz wie es nur geht, weil ich mag diese, eigentlich ehrlich gesagt, Becken mag ich nicht so. Auf der Seite haben wir den System 8. Hat bei Tangent Dream Live jetzt den V-Synth ersetzt. Ist eine Emulation vom Juno 106, Jupiter 8. Gefällt mir nicht sonderlich gut. Die eigene Klangerzeugung finde ich großartig. Die Verschaltung von Modulationszielen, man kann Rauschen in den Filter schicken, bei vielen Synths geht das nicht, bei dem schon. Zum Beispiel habe ich, Moment, benutze ich sehr häufig meine Pads. Das war der Tangent Dream. Genau, das ist Filter mit Rauschen. Nutze ich als Klangquelle für Ableton Live. Jetzt kommen wir rüber, jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Step Sequencer, 32 Spuren. Ich werde jetzt einen Klang nehmen. Nehmen wir einen normalen Bass. Bass. Spielt in dem Fall den zweiten Voyager an. Ich habe 16 Steps, die ich in sich verschalten kann. Ich kann 16 Steps benutzen, in dem Fall 8, 12, 14, wie auch immer, ungerade Zahlen. Und drehe hier den Ton. In dem Fall ist ein G. Und hier gebe ich die Töne ein. An- und ausschalten, ich bin farbenblind. Alle anderen haben rot-grün Versionen davon. Ich habe die einzige in Blau. Die Voyager-Lampen sind bei mir in Blau, weil Rot-Grün als Kontrast sehe ich schlichtweg nicht. Rot-Grün-Braun ist für mich eine Farbe, deshalb habe ich überall andere LEDs drin.
Ich kann Loop-Punkte setzen. Alles gemeinsam verstimmen. Und könnte auch sagen, dass ich eine weite Reihe mit Transponierungen habe. Das heißt, dass ein Step dem Reihe davor sagt, plus vier Halbtöne zum Beispiel. Das mache ich für längere Akkordschemata. Und davon habe ich 32, 4 mal 8. Reihe Nummer 1 war jetzt am Ende ausgeschaltet, spielt den Roland Modular-Synthi an. Das ist die Reihe des Modularsystems, läuft über einen ganz tollen Strymon Magneto. Das ist ein Band-Echo-Gerät. Ohne würde es so klingen. Ich habe simulierte vier Tonköpfe. Vorher tappe ich die Geschwindigkeit ein und kann auch die Sachen, die man früher nicht haben wollte, Bandgleichlaufschwankungen simulieren, was sehr schön ist. Dadurch hat man eine gewisse Wärme, eine Modulation. Das ist sehr viel, das ist jetzt nur die Hinterbandkontrolle. Und kann damit durch die vier Tonköpfe, die Achtel, Sechzehntel, Triolen und so weiter, spielen, auch rhythmische Muster nur durch Echos erzeugen. Der läuft über zwei Oszillatoren, läuft über zwei Filter, die verschieden modelliert werden, vor einer halben Stunde auch gestimmt waren. Gut. Der Rest ist immer sehr ähnlich. Fangen wir nur noch mit einem an. Das ist halt, ich habe hier einfach, das sind MIDI-CV-Module, die wandeln die Einzeltoninformation in Spannung um. Das ist Kontrollspannung plus ein Impuls. Das nennt sich CV und Gate. Auf der Seite habe ich die Einzelausgänge. Ich habe mit beiden Modularsystemen 14. Einzelausgänge, jeweils hier 4, 4 und 4 Einzelklänge. Das heißt, ich kann schon mal hier 12 verschiedene Sequenzen generieren und die miteinander spielen lassen. Genau. Das sind alles Einzelsequenzen, die vorher im Step-Sequencer erzeugt worden sind. Was wir gerade gehört haben, ich liebe den Random Rhythm. Damit mache ich mal diese Klack-Geräusche. Funktioniert in der Geschwindigkeit der eingespielten Clock. Dazu kommen wir ganz kurz gleich, das ist eine besondere Clock. Das sind alle Viertel. Ich kann auch sagen, er soll 75% aller möglichen Viertel spielen und jeden Takt neu auswürfeln und die 75% neu errechnen. Das heißt, ich habe ein Pattern, das so in der Form sich jedes Mal neu generiert. Einzelne Zählzeiten leite ich noch um. Das ist halt ein Granular-Percussion-Modul. Eine weitere Linie triggert einfach nur einen Filter an, der aus weißem Rauschen eine Art Percussion-Snare-artigen Sound machen. Die untere Reihe ist eine Mischung aus digital und analog. Mutable Instruments, tolle französische Firma. Das sind Resonatoren und Saitenmodelle, die ich anspielen kann. Die läuft auch über eine Granularwolke. Und aus diesem Sound mache ich allmählich dann
derselbe Sound. Ja. Das ist die einzelnen Module, viel Döpfer, Vermona, dieses Pittsburgh, ist sehr, sehr wild gemischt. Für, das nennt sich Ratcheting, sehr Tangerine Dream-esque. Das läuft über verschiedene Clock-Divider, das sind teilt eine Clock durch einen von mir beeinflussbaren Teilwert. Und das wird von dieser Reihe gesteuert. Das heißt, ich kann sagen, dass Schritt 9 die Clock durch 4 teilen soll. Und somit habe ich diese Dritz. Ja. Zweiter Voyager hatten wir schon für den Bass. 6 von den DI-Boxen und inklusive Poti laufen in, das sind Surround-Lexicon-Hallgeräte und Delays, dass ich für jede Linie ein extra Hall und extra Delay haben kann. Die Kästen hier unten, das sind die Mischpulte, einfach 32 Spuren, rein, raus, 2 Stück. Ganz kurz die Clock, das hält uns alle zusammen, das ist aber hinten festgeklebt. 4 Stränge von Clocks, die ich einzeln starten kann, stoppen kann und die einzige Clock, die ich kenne, die im Prinzip in die Zukunft blicken kann, weil es startet erst nach 2 Takten. Ich kann jede Clock um Millisekunden versetzen, um wiederum Latenzen von Laptops auszugleichen, um dann die 1 einfach wirklich präzise auf Millisekunden zu synchronisieren. Noch ein Modularsystem. Da hatte ich für heute das, eine nette Schaltung. 4 verschiedene Sounds. Das ist Make Noise. Da wären Obertöne von weiteren LFOs, das sind Modulatoren, die sehr, also LFO steht für Low Frequency Oscillator, tieffrequenter Oscillator, werden moduliert in einer Geschwindigkeit meiner Wahl. In dem Fall hatten wir noch eine sehr simple Sequenz, dieser Oscillator über dem Wasp-Filter. Der klingt sehr nasal, nicht schön, hat aber die Idee, dass er in dem Moment nicht schön klingen soll. Das sind die Waldorf Wavetable-Geschichten, die auch im, im Quantum drin sind. Im Ursprung kamen sie aus dem PBG-2. Da kann ich einzelne Sounds durchscrollen im Prinzip. Der Witz an dem Sound ist, dass ein weiterer Oszillator, der nicht rund schwingt wie ein Sinus, sondern sampled hold, das bedeutet, das ist eine Art Zufallsgenerator, aber trotzdem in Time, zwischen den 4 Sounds, also ich habe noch ein Rauschen, hin und her schaltet und daraus auch einen weiteren Rhythmus generiert. Klingt erstmal ziemlich willkürlich, allerdings einen weiteren Klang, weil es dasselbe Tempo ist, fügt sich es ein. Kleine Arturia, dafür, dass es kleine Tasten sind und eigentlich unmöglich, die fühlen sich großartig an. Damit spiele ich, jetzt muss ich ganz kurz rübergehen und den wieder hochziehen. So. Einfacher Sound. Eine weitere Eingabe für diesen Synthi. Es ist einfach... wird über den Computer geleitet und darüber, falls die Distanzen zu groß wären. Ich kann, während Ableton läuft, machen wir gleich mal, ich bräuchte eine Art Rhythmus, damit ich weiß, wo die 1 ist. Genau, kommen wir zum Push. Ich drücke einfach mal ein paar Beats, die ich schon vorbereitet hatte. Thank you.
Ja, gut. Während der Rest spielt, kann ich Loops in Ableton aufnehmen. Inklusive Akkorden. Die werden nach drüben geleitet und dort kann ich dann noch Dinge verändern. Hier habe ich die Matrix, die man dort sieht, habe ich einfach nur hier wiederholt und kann die einzelnen Spuren so aktivieren, wie es dort zu sehen ist. Und ich sehe dann auch, was ich mache da drüben. Ja, letzte Sache, Gitarre. Spiele ich nicht häufig, macht mir aber Spaß. Läuft über sehr viele Effekte. Viele Leute sagen, es ist wenig Gitarre übrig. Ich finde es schön. Ein Pedalboard zeigen wir später. Ist einfach. Da kann ich verschiedene, ebenfalls meistens erstelle ich Loops. Magnet schwingen. Okay. War nicht wirklich schön, aber man kriegt einen Eindruck, was ich ja sonst mache. Ja, das war's.